Moin und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Farming Simulator 2019 hier auf der Ravenport. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sind dabei, die Felder zu erweitern mit dem Pflug und so wird das nichts. Wir müssen natürlich das Feld erstellen zulassen. Ja, also, wir haben auch, wie ihr seht, die gerade als ich die Aufnahme gestoppt habe, die erste Wachstumsphase von unserer Soja erreicht. Und müssen aber jetzt das Ganze sachte angehen. Oh, ups. Und zwar müssen wir noch striegeln. Wir haben noch nicht das Unkraut entfernt oder mussten es bis jetzt noch nicht tun. Und das möchte ich natürlich, bevor es zur zweiten Wachstumsphase geht. Weil dann können wir das nicht mehr. Und deswegen gehen wir das gerade ganz langsam an. Beziehungsweise noch gerade zu langsam. Da spulen wir mal gleich so auf 15. Auf 15, glaube ich, gehen wir. Ja, 15. Das sollte passen. Ja, also. Als nächstes steht dann an, dass wir wohl einen Striegel kaufen müssen. Ein Striegel und was brauchen wir noch? Ich hoffe keine Spritze. Ich hoffe, dass wir keine Spritze kaufen müssen. Und dann können wir mal mit der Geschwindigkeit richtig in die nächsten Phasen übergehen, dass wir ernten können. Ne? Das wäre, wie soll man sagen, delicious. Ja. So. Und die kleine Feldwalze müssen wir dann auch noch holen, um da mal dann saubere Felder am Ende zu machen. Ich hoffe, dass wir mit dem Pflügen fertig werden. Oh, warte mal. Ah. Anhalten, anhalten, anhalten. Da ist doch jetzt Unkraut. Ja, da ist Unkraut. Das ist großartig. Das heißt, wir können mit dem anderen Traktor das einmal senken, das hier senken, dann Motor starten und dann gehen wir jetzt einen Striegel kaufen. Den Striegel, den kaufen wir auch, weil das werden wir immer wieder machen müssen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und wie gesagt, ich bin ja kein Freund vom Spritzen, also auch in der Realität finde ich, wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Also der Ertrag ist wichtig, ich bin da jetzt nicht blind, aber wenn es hier die Möglichkeit, gerade in dem Spiel, die einfache Möglichkeit gibt, einfach nur das Unkraut entfernen zu können durch Striegeln, warum nicht? Warum soll ich mir eine große Spritze kaufen? Beziehungsweise einen Traktor, der extra Pflegebereifung hat, wenn ich das Ganze, ja, einfacher haben kann. Also, weiß nicht, wie seht ihr das? Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare unten reinschreiben. Striegelt ihr auch oder spritzt ihr schon? Striegelt ihr noch oder spritzt ihr schon? Um die IKEA-Werbung aufzugreifen, die es mal gab. Weil da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Leute, die sagen, also vielleicht ist das auch am Anfang sinnvoll und am Ende meine ich, wenn man die richtig vielen großen Felder hat, macht das eben überhaupt keinen Sinn mehr. Das kann auch sein, dass man dann einfach sagt, hey, ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Ja, das Striegeln sieht auch hier ein bisschen mau aus, aber wir werden den hier kaufen. Wie gesagt,
Das lohnt sich. So. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr feiert alle schön im Kreise der Liebsten. Moment. Wisst ihr, was wir noch holen? Wir holen uns noch ein Frontgewicht. Gewicht. 600. Hier, ein Kilo. Ein Kilo. Haha, eine Tonne meine ich. Kaufen. Denn der Schlepper sieht irgendwie bedrohlich. Ist gerade so bedrohlich nach oben gegangen. Und ja, das ist falsch herum. So. Ja, das sieht doch jetzt auch besser aus. Merkt man gleich. Kann man mal kaum glauben. Ich habe mich immer gefragt am Anfang, warum, also am Anfang, als ich noch klein war, ganz klein, warum die Trecker eigentlich, die Schlepper vorne immer so ein Gewicht mit sich rumziehen. Jetzt ist natürlich besonders klar, das ist notwendig. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt gerade, wo ich es aufnehme. Freitagabend. Ich muss ja immer so ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. Heute ist Folge 5 rausgekommen. Morgen dann 6. Und diese Folge sollte dann Sonntag sein. Denn da habe ich dann keine Zeit. Da koche ich dann mit für meine Eltern. Und die Eltern meiner Freundin und Geschwister und Opa und Oma und es kommen 16 Leute. Ich habe mir wirklich die verrückte Aufgabe gesetzt, für 18, 16 Leute zu kochen. Es sollten eigentlich 18 sein, aber zwei mussten dann absagen und jetzt, Moment. Was ist denn jetzt, was ist denn das? Das sehe ich gerade zum allerersten Mal. Also ich habe sonst immer diesen hier genommen. Stinknormaler Striegel. Ich sehe, mit dem Striegel entfernst du Unkraut und Pfeffer, Getreidepflanzen und verbesserst du. Okay. Damit können wir auch säen. Und zwar Gras. Wie heißt das? Die Zwischenfrucht ist das. Ah, wir wollen nicht dumm sterben. Hier. Ihr wisst, Ölrettich. Ölrettich. Das wusste ich nicht, dass man damit auch Ölrettich pflanzen kann. Anpflanzen kann. Und ist das Baumwolle? Warum kann ich damit denn Baumwolle anpflanzen? Ja, okay, warte mal. Ich fahre erstmal hoch und dann starte ich den Helfer. Und dann wollten wir ja weiterfahren, sonst wird das hier ewig. Sonst kommen wir ja nicht zu Pötte. Ups. So. Schauen wir mal. Ah, Moment. Da war noch was. Jetzt.
Ja, ne? Sollte funktionieren, oder? Schauen wir mal kurz. Genau. Exakt. Okay, dann geht es hier weiter. Flug ist noch unten. Ist immer noch Feld aktivieren, Feld erstellen aktiviert. Und dann läuft das auch. Ja, also der 2,50 Meter Flug, der ist halt, ja, nicht besonders groß, aber gut. Okay. Ist günstig, lässt sich hier mit der kleinen Maschine handeln. Sonst hätten wir einen größeren Trecker gebraucht und ich glaube schon, dass das auch ganz sinnvoll ist, dass wir jetzt hier zwei Maschinen haben, zwei Zugmaschinen und damit arbeiten können. So. Da freue ich mich dann schon auf die erste Ernte und da hoffe ich, dass wir ordentlich Kohle kriegen. Und eigentlich müssten wir den Baum hier vorne auf 12 Uhr einmal platt machen. Na, das war wohl nix. Ja. Na gut. Auf dem Rückweg. Und das Feld noch mal deutlich größer machen. Ich weiß, einige sagen vielleicht von euch gerade, warum hast du nicht gleich ein großes Feld gekauft? Ich wollte ein bisschen kleiner anfangen und jetzt verbinde ich die wieder und fand das irgendwie auch nett. Also mir macht das ja auch Spaß hier mit dem Flug. Aber mit dem kleinen Flug dauert das leider immer so lange und ich hoffe, das ist dann nicht irgendwie langweilig für euch. So. Das haben wir. Was auch sehr interessant war, war zu sehen, obwohl ich den mittleren Teil hier, den mittleren Teil deutlich später gesät habe, war er zur gleichen Zeit wie alles andere auf dem Feld reif. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt nur Zufall war oder ob da Giants gesagt hat, hey, das kommt halt vor, dass man da die Sachen ein bisschen zeitversetzt sät, aber es soll natürlich gleichzeitig reif sein. Das wäre sehr gut. Weil dann könnte man die Zeit so währenddessen auf 5 vorspulen lassen und müsste da nicht auf 1 rumdünkeln. Ich will halt jetzt nicht auf 5 gehen oder schneller, weil ich nicht möchte, dass wir hier die Wachstumsphase jetzt wechseln. Weil das wäre doof. Dann würde das mit dem Striegel nämlich nicht mehr funktionieren. Müssten wir entweder den Verlust in Kauf nehmen oder Geld investieren. Und beides möchte ich ungern.
So. Ja, ich bin mal gespannt, wann die ersten Maps rauskommen. Ein paar habe ich schon gesehen, also zumindest jetzt noch nicht live, aber ganz am Anfang kamen hier ein paar Modifikationen von der Felsbrunn zum Beispiel raus. Und so eine australische Map, davon habe ich schon gehört. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch noch gar nicht mal so groß dazu gekommen, hier diese Maps mal ordentlich zu spielen. Die Estancia La Boccia, da ist es ja so, dass im Grunde, dadurch, dass die eine alte Map ist, würde mich mal interessieren, wer die eigentlich spielt. Weil irgendwie ist das so ein bisschen witzlos, oder? Hat man doch, also die lief damals schon nicht so geil, habe ich das Gefühl gehabt, die hat kaum einer gespielt. Die habe ich kaum irgendwie in Let's Plays oder so gesehen. Aber jetzt? Jetzt glaube ich, macht das irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Aber, also, mich nicht falsch verstehen, wenn ihr die gerade am Spielen seid. Super cool. Also, die Map ist ja nicht schlecht. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Wäre übrigens mal interessant zu wissen. Also, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob jemand von euch die Map damals im LS 17 gespielt hat, beziehungsweise ob jemand von euch gerade die spielt. Würde mich mal interessieren. Ja, das sehe ich doch schon wieder. Aber wieder zu knapp kalkuliert. Hier bin ich am Überlegen, ob wir das Feld so schräg setzen. Hätten wir jetzt Curseplay, wäre das dann überhaupt kein Problem. Aber dadurch, dass wir Curseplay nicht haben, ist das ein bisschen tricky. Da weiß ich nicht, ob der Helfer einfach damit zurechtkommt, weißt du? Achso, wir können ja hier erstmal drüber fahren. So, hier oben müssen wir auch nochmal erweitern. Also ich meine, wir könnten auch erst einmal, nee, wir werden das Feld erstmal da nicht groß weiter erweitern. Ja, ich weiß, wir fahren hier gerade drüber. Machen wir aber einen sauberen Abschluss. Und zwar heben wir uns den Bereich auf. Vielleicht können wir ja erstmal mit einem Hühnerstall anfangen. Ich weiß gar nicht, was der braucht. Was die Hühnchen brauchen, brauchen die Hafer oder sowas. Ich glaube, damit haben wir die einfachste Viehhaltung. Und das wäre doch mal ein Anfang. Würde ich zumindest mal so vermuten. Aber, meine lieben Freunde, das war's wieder für heute. Wir sind zwar nicht ganz fertig geworden mit dem Flug, aber
Auf jeden, also das ist jetzt nicht mehr viel, keine Sorge. Und dann, ich kann nicht reden und fahren. Das geht gerade nicht. Daher sage ich einfach, meine lieben Freunde, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und Subscribe da. Schreibt mir ruhig was in die Kommentare zu den ganzen Fragen, die ich euch gestellt habe. Da freue ich mich einfach auf eure Reaktion. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.